Ja, Zukunft des Einkaufens, Videoblog und jetzt wieder mit unserem Gastautor, der schon viel, viel bei uns veröffentlicht hat, Uwe Henning von DTEGO. Uwe, ja, ich begrüße dich hier erstmal in unserem Format. Hallo Frank, freut mich, dass wir mal wieder persönlich sprechen. Grüß dich. Ja, wir waren ja zusammen auf der NRF, ohne uns großartig über den Weg gelaufen zu sein, weil natürlich das Programm sehr gepackt war. Die drei Tage sind sehr eng und du hast viel mit Kunden zu tun gehabt. Ich bin ja praktisch da über die Stände gelaufen und habe hier Videos gedreht und mir natürlich auch einen Überblick verschafft, so in welche Richtung der Trend geht. Du hattest da auf dem Intel-Stand, der aufmerksame Zukunft des Einkaufens Videoblog-Gucker hat ja gesehen, dass ich eure Beispiele auch mal ganz kurz gezeigt habe. Erzähl mal kurz hier unseren Hörern, Lesern, was ihr da präsentiert habt, dass das nochmal im Detail von dir nochmal wiedergegeben wird. Ja, vielleicht vielen Dank für die Einladung. Vielleicht ganz spannend ist, Intel auf einer Retail-Messe. Da fragen sich viele schon, was sollen die da? Weil jeder kennt so dieses Intel Insight auf seinem Laptop. Aber mehr wissen viele Leute nicht von Intel. Die beschäftigen sich ja wahnsinnig mit vielen neuen Technologien. Thema letztendlich ist ja, dass die sagen, wie kann ich eigentlich, also es werden ja überall Daten generiert, Intel ist hauptsächlich ein Chip-Hersteller und wenn immer mehr Daten kommen, braucht man immer mehr Speicher, braucht man immer mehr Prozessoren und Server und und. Also ich befürchte mal, da steckt auch irgendwo so ein monetärer Hintergrund bei der Firma Intel dahinter, aber die packen auf ihren Messestand und wer vielleicht schon mal öfter auf der NRF war, sieht, der Intel-Stand ist immer ziemlich überflutet mit Leuten, weil die sich sehr mehr mit zukünftiger Technologie beschäftigen. Also wir waren ganz stolz, der CEO von Intel hat an dem Montagmorgen die Keynote gehalten über Future of Retail und er hat unsere Lösung, kann ich gleich mal zwei, drei Sätze zu sagen, mit auf die Bühne gepackt und mein Team durfte diese also am Samstag dort aufbauen und die Keynote ist vor gut 6000 Leuten und er hat dort viele Themen vorgestellt, fand ich ganz spannend, Virtual Reality, wo Leute auf der Couch sitzen, so eine Brille aufhaben, in der eigentlich ein Smartphone drin ist und sie sind dann eigentlich in einem Möbelgeschäft und suchen sich eine neue Couchgarnitur aus, finde ich total spannend. Ich glaube, sowas ist richtig cool, das wird kommen. Was wir gemacht haben, Intel hat uns eingeladen, wir beschäftigen uns ja sehr viel mit IoT-Technologie, so RFID, Sensoren, Kameras und all das Zeugs, um letztendlich im Store Analysen zu fahren. Also Analytics ist eigentlich unser Hauptthema und wir nutzen die Technologie von Intel. Was wir gezeigt haben ist, dass in einem Offline-Store, ich finde es ja schon immer prägnant, dass die Branche, alles wird online und wenn die von ihren Stores reden, sprechen die immer von Offline. Jeder Kunde da drin hat ein Smartphone, aber der Store wird immer als Offline beschrieben, dass wir sagen, es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten, die funktionieren und die bezahlbar sind, um in-Store auch Analysen zu fahren. Und was wir gezeigt haben auf dem Stand ist ein Smart Fitting Room. Wir haben also, dort wurden Umkleider aufgebaut. Über der Umkleide befand sich ein Retail-Sensor. Die haben also ein Produkt gebaut, was sie letztendlich nicht produzieren, sondern jemand anders. Aber wir analysieren in Echtzeit, was geht in die Umkleide. In der Umkleide hängt dann ein sehr großer Touchscreen-PC. Nicht zu verwechseln mit diesen Magic Mirror-Sachen. Also darum geht es nicht. Ist eine reine Anzeige. Und ich gebe mal ein Beispiel. Du bringst ein blaues Poloshirt und eine weiße Hose in die Kabine. Die wird sofort angezeigt über RFID. Du hast diese zwei Teile gebracht. Vielleicht noch ein paar Detailinfos. Was ist das für ein Material? Ist alles Baumwolle oder der Preis dazu? Du probierst es an und stellst dann vielleicht fest, Mensch, das blaue T-Shirt, der Sommerurlaub war doch schlimmer, als ich gedacht habe. Passt nicht mehr ganz. Ich will mal eine Nummer größer. Durch die Verfügbarkeit der Echtzeitdaten im Store wissen wir, genau der gleiche Artikel, gleicher Stil, gleiche Farbe, ist auch eine Nummer größer verfügbar. Und du als Konsument kannst dann auf diesen Touchscreen sagen, bitte bringen. Wir haben das live bei einem Kunden installiert, der nutzt in dem Fall dann Apple Watches für seine Mitarbeiter. Es kriegt dann jemand sofort dieses Signal, Umkleide 3, hätte gern den Artikel, den Stil, die Farbe, die Größe. Der Kunde im Store kriegt sofort die Info, ja, Ware kommt, damit er auch bloß nicht geht. Und wir bringen ihn die Ware direkt in die Umkleide. Also für den Kunden der Riesenvorteil, weil das mag ja keiner. Ne? Du hast die falsche Hose mitgenommen, dann musst du wieder rausgehen, allen Krempel wieder zusammenpacken, kommst du wieder, ist die Umkleide besetzt und das entfällt. Also ich mache das gar nicht, ich gehe dann immer aus dem Laden. Ja. Und was wir uns gedacht haben ist, es ist so schwer heutzutage Kunden überhaupt in den Store zu kriegen. So, jetzt hat man mal den Traffic, jetzt habe ich den Kunden schon in der Umkleide, sagen wir mal ehrlich, das ist doch fast 90% dann Deal. Der Kunde will ja, den will ich doch nicht mehr
verlieren, oder? Warum gebe ich denen dann nicht den besten Service? Also darum geht's, was wir dann im Hintergrund für die Marke tun, und das haben wir dort mit der Intel-Technologie gezeigt, ist, wir analysieren so Dinge zum Beispiel, der Kunde macht, der Brand packt eine neue Kollektion in alle Stores. Und wir messen anhand der Umkleiden, wie gut wird eigentlich die neue Kollektion in welchen Filialen gut angefasst. Und wir messen zum Beispiel, was sind so die Top 10, die in die Umkleide gehen. Noch spannender ist, was sind die Top 10 Kombinationen? Diese blaue Hose geht immer mit diesem weißen, mit dieser weißen Shirt. Spannende Infos für Merchandise Planner vielleicht, für Marketingleute, vielleicht ein Bundle zu machen. Es geht noch weiter. Der Kunde kann dann in der Umkleide sehen, wenn er jetzt ein blaues Shirt an hat, das gibt es auch in Rot, in Grün, in Gelb. Er könnte sich das auch wieder durch den Mitarbeiter bringen lassen. Vielleicht sagt er aber auch, ich will das gar nicht oder es gibt es da nicht in der Größe. Und er könnte sich das dann direkt nach Hause liefern lassen. Also er sagt dann, bitte reservieren. So in dem Augenblick kann er dann über diesen Screen seine Daten eingeben. Sehr, sehr bewusst, sehr wenige nur, damit wir den Kunden da jetzt auch nicht, ich sag mal, seitenlange Formular ausfüllen lassen, sondern Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Ganz spannende Info für den Brand. Habe ich den Kunden schon in meinem CRM über den ganzen E-Commerce? Dann kann ich endlich mal sehen, wie verhält sich mein E-Commerce-Kunde im Store. Ich weiß endlich, wer ist der in der Umkleide. Und ich biete ihm den Service an, lass dir doch die Sachen nach Hause schicken. Also es kommt das, was man eigentlich nur von Web-Sales kennt, so Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft, das rutscht jetzt endlich in den Store. Ich bin also da nicht mehr offline, sondern werde immer mehr online. Und das haben wir dort gezeigt. Wir haben das schon live bei Kunden installiert. Intel fand das so spannend, dass sie es halt in die Keynote auf die Bühne gepackt haben. Fanden wir natürlich als, ich sag mal, kleines Unternehmen total spannend, dass wir da so eine Möglichkeit hatten. Also ich habe Intel auch immer, ich habe früher, als ich bei Metro noch war und wir die Future Store Initiative hatten, habe ich Intel auch immer als sehr, sehr innovatives Ja. Unternehmen wahrgenommen. Die haben irgendwann, kamen die mal zu uns, wir hatten so eine Lösung gebaut mit so Electronic Shelf Labels, also so praktisch ganz viele iPhone-Displays nebeneinander. Und die liefen nur mit dem Intel i7. Anders funktionierten die gar nicht. Und die haben das spitz gekriegt, dass wir an so Themen arbeiten. Und von da an waren wir mit der Lösung auf der NRF, auf der Digital Signage Expo in Las Vegas und solche Sachen alle, weil das war damals, ja, ich sag mal, ein absolutes Highlight. Ne? Und Intel hat echt verstanden. Ne? Kein Mensch interessiert sich mehr, welches Stück Silikon in irgendeinem Rechner läuft, sondern die wollen alle Lösungen haben. Und das machen die sehr gut, muss ich sagen. Also auch der Stand hat mir gut gefallen. Nur Lösungen, nicht irgendwie Techie oder so und immer zentriert auf Kunden, auf das, was Erlebnis im Store ist. Das haben die schon ganz gut gemacht, bis hin zu den VR-Sachen, die da hatten, zur Planogrammkontrolle und so, das war schon echt gut. Du, aber kann man mal fragen, bei wem ist das geheim oder kann man darüber reden? Bei wem habt ihr bis jetzt solche Lösungen umgesetzt? Also wir teamen mit Intel jetzt seit fast einem Jahr. Und Intel betreibt in Europa oder EMEA, sagt man ja dann, European Middle East Africa in London, das EMEA IoT Lab, das ist in Canary Wharf in London. Da ist also unsere gesamte Software installiert. Da gibt es ganz viele, ähnlich wie auf der Messestand, ganz viele futuristische Dinge, kann man sich angucken. Und wir haben das, was wir dort installiert haben, auch bei Kunden, deutsche Modehändler, schwerpunktmäßig mehr im gehobenen Segment, ich will nicht sagen Luxus, Sportbereich, Premium, wo der Brand sagt, ich will endlich mehr über den Kunden in der Filiale wissen. Ich bin aber davon überzeugt, dass dieses ganze In-Store Analytics eigentlich in jede Branche gehört. Ob ich jetzt mich im Luxussegment bewege oder im Fast-Fashion-Segment. Also genau zu wissen, was eigentlich in so einem Store passiert, finde ich auch, das ist ein A und O. Du, mal eine Frage. Jetzt gerade für die kleineren Händler, die hier unseren Beitrag hier gerade sehen, A und O bei dem Thema ist natürlich ein sauberes Warenwirtschaftssystem mit Bestandspflege zu haben. Unter dem läuft heute gar nichts mehr. Ne? Gibt es da irgendwelche Lösungen schon, die du irgendwo am Horizont siehst, die auch für, ich sag mal, nicht so viel Geld für kleinere Unternehmen brauchbar sind? Wir haben gerade schon mal gesprochen im Vorgespräch hier zu unserer Show von SAP und so. Das ist natürlich out of scope für so kleinere Unternehmen. Ne? Hast du da irgendwie einen Anbieter, der in der Richtung schon mal für inhabergeführte kleine Läden gut ist? Ja, also was wir sehen ist, da sind ja seit längerer Zeit so ein paar Trends. Also früher war ja so das Kassensystem, das POS war ja so das ERP im Store. Und die haben ja auch tolle Sachen gemacht und machen ja auch tolle Sachen, inklusive Analysen und. Und so ein kleinerer Händler hat ja eigentlich in Anführungsstrichen nur seine Kasse. Darüber macht er alles Mögliche. Ich sehe so zwei Trends. Zum einen
sehe ich, dass die Kasse vom ERP verdrängt wird bei den Großen. Also die SAPs dieser Welt rutschen immer mehr in den Store rein Ja. und die Kasse wird zum reinen Bezahlterminal, ja, degradiert, sagen, glaube ich, die Posthersteller. Also deren Welt ist zurzeit ziemlich durchgeschüttelt. Aber was ich sehe, ist, dass da viele Software, kleinere Softwarefirmen jetzt kommen, die sagen, okay, gib mir ein iPad und irgend so ein Ingenico, jetzt nicht um Werbung zu machen, aber irgend so ein Bezahldingen und ich hab eine Kassenlösung in der Cloud und die ist sogar erweiterbar auf Bestandsführung und. Also die gibt's und dann alles monatsbasierend für relativ wenig Geld. Und ich glaube, die machen den klassischen POS-Herstellern mittlerweile das Leben echt schwer. Also wir teamen da mit so zwei, drei Firmen, die haben den Startup-Level längst verlassen, also wirklich anerkannt, funktioniert. Und natürlich, ich meine, die Kassenhersteller kommen dann viel so mit den alten Themen, ja, ist denn überall die Fiskalisierung durchgeführt, sind die zertifiziert und mal ganz ehrlich, das ist natürlich wichtig, aber das ist nicht ausschlaggebend. Ich glaube, da versuchen Leute ihre Pfründe zu Ja, verteidigen, absolut. die eigentlich, naja, ich sag mal, der Markt hat sich verändert. Wer da nicht mitmacht, das ist doch bei Software generell. Guck mal, wir sind Softwarehersteller, aber diese Zeiten, früher SAP, goldene Zeiten, man hat eine Lizenz verkauft, nur um eine Zahl zu sagen, 10 Millionen Euro. Dann hatte man 36 Monate Implementierung, Rollout, also hat man nochmal das gleiche ausgegeben. Das ist doch vorbei. Ja. Das macht doch im Handel sowieso keiner mehr mit. Also wir haben unsere Software oder wir haben allein, wie wir Software entwickeln, umgestellt. Immer Demand getrieben. So, was ist die Anwendung? Und dann so modular, dass ein Kunde sagt, pass mal auf, Uwe, das finde ich toll. Das brauche ich aber nur in den 10 Stores und das brauche ich nur für 6 Monate. Wir haben jetzt für einen Kunden in Russland, der sagte, pass mal auf, ich brauche nur für Black Friday, für 7 Tage brauche ich so ein Stückchen Applikation. Und das auch dann nur, ja gut, in dem Falle waren es dann 450 Stores, war also schön, aber für 7 Tage. Und wenn du diesen Demand erfüllen kannst, ich glaube, dann bist du vorne. Und dafür musst du nichts gegen die großen Hersteller, musst du nicht SAP oder IBM heißen. Naja, Das klar, das stimmt. hat sich total gewandelt und das ist eigentlich total spannende Zeiten, finde Ja. ich. Wo du gerade hier auch so diese großen Namen gerade gesagt hast. Oh. Genau, wir sind ja auch über die Messe gegangen und ich habe mich auch gewundert hier, IBM-Stand war ja ein Watson-Stand und so. Du hast ja auch einiges besucht. Was ist dir besonders auf der NRF aufgefallen? Also, ich bin ja die letzten Jahre auch schon immer da gewesen. Und früher war das ja immer so eine Show. Da waren so die großen Kassenhersteller und da konnte ich mir alles angucken. Die gibt es immer noch. Ich glaube, das ist nicht mehr so im Vordergrund. Also, endlich haben alle gemerkt, der Kunde steht im Mittelpunkt und ich muss irgendwas an Lösung anbinden, so customer-centric. Selbst die großen Oracles, SAPs, IBMs. IBM finde ich ja immer spannend. Da ist ja mit diesem Watson, den es ja schon länger gibt, dieses ganze Thema künstliche Intelligenz immer mehr, Robotik. Wir haben ja im Vorgespräch kurz gesagt, ich wundere mich, warum IBM macht viel mit Robotik, warum stellen die überhaupt noch Leute am Stand, können ja nicht Roboter machen. Aber ich glaube, ein Thema war ganz klar, customer-centric. Man muss mehr über den Kunden wissen, also das Thema gerade im Store Analysen und dem Kunden dann auch viel mehr Services anbieten und dem Kunden sagen, pass mal auf, das ist das, was ich habe, friss oder stirb, die Zeiten sind vorbei. Ja. Das heißt, ich rutsche immer mehr in das Thema Realtime rein. Und also da ist ein Riesenschwenk. Also ich würde sagen, die Themen waren künstliche Intelligenz, Analytik, Realtime, das kommt jetzt ganz klar in den Vordergrund. Plötzlich können alle RFID, finde ich total klasse, SAP, IBM, vor Jahren haben du und ich uns noch die Füße abgerannt mit dem Thema, oder? Ja. Wir haben gestern noch im Rahmen hier von unserer Future City Langenfeld auch eine große Diskussion gehabt mit einem Parkhaus-Equipment-Hersteller, der zwei Buchstaben hat, und haben da erstmal gesehen, dass deren Wissen im Bereich RFID 7 Jahre alt ist. Oh, Also da da hat gibt's sich so was. viel bewegt und die ganze Ja, Welt durch das IoT-Thema kommt auf einmal wieder auf dieses Thema zurück, was wir jahrelang nicht zum Laufen gekriegt haben. aber jetzt, also wir sehen es läuft einfach. Ja. Ja, so, ich habe ja da auch bei IBM und auf so einem kleineren Stand habe ich gesehen, nee, nicht bei IBM, bei Microsoft und auf so einem kleineren Stand habe ich gesehen, Robotik da auch im Store. Ne? Also Kameras, so Säulen, die auf so einem Träger fuhren und dann so dieses ganze Thema Regallückenerkennung gemacht haben und automatische Inventur und so. In einem unserer letzten Podcasts hier vor einer Woche hatten wir auch hier die Firma Metra Labs hier, mit denen wir damals im Future Store schon gearbeitet haben, die jetzt auch so ein Forschungsprojekt in der Richtung machen. Was siehst du so im Bereich der Robotik auf uns zukommen?
Also, ich finde das Thema super spannend und ich glaube, vor einem Jahr haben einige noch gelacht. Da gab es ja so die ersten Piloten und die Metrolabs, da gibt es ja noch so zwei, drei andere. Wir haben beobachtet bei Marks und Spencer in UK, die haben da so eine Art Wettbewerb ist falsch, aber die haben drei Roboterhersteller da mal wirklich 4 Wochen lang jede Nacht Inventur machen lassen. Also ich bin davon überzeugt, das Thema kommt. Es ist vielleicht noch nicht ganz ausgereift, aber nahezu. Also da waren so Kleinigkeiten wie Falte im Teppichboden, bringt den Roboter über Nacht zum Umfallen und am nächsten Morgen merke ich das. Aber ich glaube, das sind so operative Dinge, die kriegen die schnell im Griff. Absolut. Ich hatte ein witziges Ding für auf der NAF, weil wir nur mal auf diesem Internetstand waren, kam jemand an und er hat also vollen Ernstes gefragt, ob man anstelle von diesen ganzen Robotern, die dann durch den Laden fahren, nicht besser Drohnen nachts durch die Filiale, absolut ernsthaft, Drohnen durch die Filiale mit einer RFID-Antenne fliegen lässt und dadurch eine Bestandserfassung macht. Einer meiner Kollegen aus dem technischen Bereich, der sagte dann, naja, mal gucken, was wiegt so ein Reader, was wiegt ein Akku und wie groß muss dann die Drohne werden? Aber man sieht, es kommen plötzlich Themen in die Köpfe der Leute, die vor, weiß nicht, vor ein paar Jahren gedacht haben, Barcode-Scannen ist so das Ende der Automatisierung im Handel, ne? Also das ist bei mir auch angekommen, dieses Thema, wo ich auch erst gelacht habe. Allerdings hat er nicht den Zusatz gemacht, wir lassen die nachts fliegen, sondern Na, tagsüber ist vielleicht gefährlich, ne? Ich würde meine, ich auch sagen. okay, mal gucken. Nee, aber Robotik sehen wir kommen. Und das ist ja nicht nur das Thema Bestandserfassung, Robotik nachts, RFID, dass die da rumfahren. Ich glaube, da gibt es auch schon Piloten, habe ich gehört, dass Leute sich damit beschäftigen, wie die Roboter vielleicht hinten in einem Backstore, in einem Lagerbereich Ware packen und. Ich sag mal, in der Logistik, in der Handelslogistik gibt es ja schon Roboter. Die ganze Joghurt-Trays auf Paletten Komplett, packen, funktioniert doch alles. So, und jetzt bringe ich mal dieses Riesenlager in den Backstore von einem Store. Ich meine, Mode, wo wir uns beschäftigen, ist schwierig zu greifen. Manches hast du eingepackt, Hängeware, Liegeware. Aber ich glaube, so im Lebensmittel, irgendwann kommt das auch im Backstore. Nee, das kommt. Absolut. Ja, gut, jetzt seid ihr, kommen wir zum letzten Punkt, Thema Analytics. So, was ich gemerkt habe, ist, ich war ja auch da an so einem Gala-Dinner abends hier vom American Retail Analytics Ah, Council. Wir sind ja hier Stephen Platt, ne? als deutsche Repräsentanz vom Platt Retail Institut sind wir ja da auch so mit beschäftigt und ich sehe, da passiert wahnsinnig viel. Übrigens an unsere Hörer, Leser, Gucker, vom Platt Retail Institut in Amerika gibt es jede Woche immer Newsletter zu dem Thema und wer sich den abonniert, kriegt mal so ein Gefühl dafür, was da drüben überhaupt passiert in dem Bereich. Was erwartet uns hier in Deutschland überhaupt? Also ich finde es eigentlich super gut, dass das Thema endlich angekommen ist, in Deutschland auch. Vielleicht fehlt hier noch so ein bisschen so eine Art Institut, was weiß ich, werden wir mal sehen. Fakt ist ganz klar, Analysen gibt es ja im Handel schon lange. Vor allen Dingen seitdem das ganze Thema E-Commerce, Website, Websales kam, da ist ja auch relativ einfach. Ich sag mal, das wissen alle, wir werden alle hier verfolgt, wie lange verbringe ich mit meiner Maus Zeit, auf welchen Artikel, was fasse ich in meinen Basket, was packe ich wieder raus, meine IP-Adresse und. Man hat immer so das Gefühl, wenn man in die Filiale kommt, ich finde das ja auch so echt charakteristisch, dass dann die Filialisten immer noch von ihrem Offline-Business reden. Es ist ja so, alle Kunden in dem Store haben ein mobiles Endgerät, ihr Smartphone, der Händler nennt es immer noch offline. Ich frage mich, wann werden die ganzen Mitarbeiter endlich mal online? Muss. Aber man kann mittlerweile wahnsinnig viel dort analysieren. Was alle machen, ist jeder, ich finde das auch immer so witzig, die haben alle Kameras, so Frequenzzählung. Oder in großen Einkaufszentren hast du dieses Heatmapping, ne? Wo bewegen sich welche Kunden lang? Und in dem kleinen Einzelhandelladen haben die Kameras und können genau sagen, letzte Woche Mittwoch hatten wir 124 Kunden im Store. Den gleichen Mittwoch das Jahr davor waren 120, also 4 Leute mehr. Sieht gut aus. Die Info in meinen Augen sagt mir gar nichts. So, dann haben sie die Kassenanalysen und können sagen, was haben wir gestern verkauft, letzte Woche, letztes Quartal. Analytik muss Echtzeit sein und ich muss diese Layer übereinander legen. Ich muss wissen, welche Ware, welche Kampagne lief gerade in der Filiale vom Marketing her. Dann kann ich sagen, wie viele Kunden waren denn da? Dann kann man vergleichen, kamen die vielleicht wegen der Kampagne? Wie ist mein Abverkauf von den Produkten? Was wir da mit IoT noch drüber packen, ist die neue Kampagne. Welche Kundenströme, wie viele Leute gehen am Regal vorbei? Welche Ware wandert dann in die Umkleide? Also ich kriege plötzlich viel mehr Informationen und dann kann ich handeln. Weil früher war es ja Reporting. Aber ich sage mal, was nützt mir ein Report am Montag von der Woche davor? Da ist der Kunde weg, da ist die Ware alt. Ich muss ja eigentlich in Echtzeit
sofort sehen, von mir aus, guck mal, ich habe hier 20 Filialen, alle haben die neue Kollektion auf dem Regal. Haben sie die auf dem Regal oder hat einer es vergessen, ist noch im Backroom? Und dann, wie wird sie angenommen? Und ich könnte ja, wenn sie montags morgens um 10 Uhr gehen die Läden auf, könnte ich schon mal dienstags gucken. Läuft gut, läuft gut, läuft gut. Guck mal, die Filiale, lass uns da mal reingehen, hier stimmt was nicht. Dann kann ich doch schnell reagieren. Also diese altbackenen Reports aus ERP-Systemen, mal ganz ehrlich, die waren früher schön, aber da kannst du die Wände mit tapezieren. Ja, vor allen Dingen, die haben nicht irgendwie zur besonderen Entscheidungsunterstützung in der Nö. Zeit mit beigeführt. Jeder interpretiert sie ja anders. Ja, Der eben. eine sagt, ich lese den so, der nächste liest den so, ne, und entschieden wird dann weiterhin nach Bauchgefühl, ne. Ja, Das eben. ändert sich, das ändert sich. Gut, Uwe. Also, wir haben noch viel Potenzial an der Stelle. Wir greifen das Thema nochmal auf irgendwo. Dieses ganze Thema Retail Analytics hier in Deutschland, mal ein paar Leute zusammenzubringen, mal so ein Netzwerk aufzubauen von Leuten, die sich dafür interessieren. Ich habe auch in meinem Netzwerk viele Startups, die in dem Bereich unterwegs sind. Prima. Ich glaube, man könnte mal gucken, wie man das Ganze mal macht, aber da gehen wir mal später dran. Sehr gerne. Gut, ich sage besten Dank. Ja, danke dir, Frank. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf deinen nächsten Gastbeitrag, wenn du mal wieder einen interessanten hast zu dem Thema. Ja, wir lassen ein paar Roboter nachts durch den Laden fliegen. Genau, okay. Alles klar. Okay. So, bis dann. Alles klar. Tschüss. Tschüss, jetzt mach's gut.